Wir schauen heute mal den Pokémon-Markt an. Wir schauen das ein Produkt, ein spezielles Produkt an, weil die Produkte anscheinend auf eine Art gefeiert wird, aber auf eine Art auch nicht. Ganz einfach, wir schauen die Ultra Premium Kollektion an von Pokémon. Ab Schwert und Schild schauen wir das mal an, nämlich die, wo ihr jetzt da hinten seht. Ne? Ich habe den Mew nicht gefunden, also die 151 Ultra Premium Box habe ich nicht gefunden, irgendwo liegt es. Auf jeden Fall sollte es eigentlich auch da hinten stehen. Ich habe dort schon mal eingekauft gehabt. Für 120 Euro habe ich eingekauft, aber ich finde es irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wo ich es hingelegt habe. Ja, so groß ist der Raum auch wieder nicht, aber ihr müsst es einfach vorstellen, hier wäre jetzt da die Ultra Premium Kollektion von 151. Das schauen wir auch als erstes an, hier auf Card Market, nämlich dass eigentlich die Performance jetzt bei 151, die Ultra Premium Kollektion, gar nicht so schlecht ist. Also es, wenn man bedenkt, das ist noch nicht so ein altes Set und hat trotzdem, kostet es trotzdem schon 130 Euro. Und zusätzlich kostet, hat es auf dem Markt 589 solche Ultra Premium Kollektion. Jetzt, die Ultra Premium Kollektion ist so ein Streitfall, meiner Meinung nach. Es sieht gut aus, es ist collectible, weil man da wirklich verschiedene Sachen drinnen hat. Man bekommt Produkte mit coole Promos, man bekommt hochwertiges Spielmaterial dort drin, wie Würfel, Coin und Sleeve beispielsweise. Das sind so die Sachen, wo da normalerweise drin sind. Und ich wollte es einfach mal mit euch anschauen, ob das eigentlich eine interessante Sache ist oder nicht. Was ich für eine Erfahrung habe mit dem Kollektion. Deswegen will ich das einmal mit euch anschauen. Ich finde eigentlich das Produkt an sich cool. Ich finde die Quali ist meistens hoch. Jetzt bei 151 haben viele gesagt, dass schade sind, dass die Schubladen da nicht mehr drinnen sind und dass es eigentlich die Sachen so wie reingeworfen sind, wieder mit Plastik dort drin. Aber ich selber finde es gar nicht so schlecht, wenn das so gemacht wird. Das mit dem Plastik, das hätten sie da rauslassen können oder anders lösen können, meiner Meinung. Aber ansonsten finde ich 151 so eigentlich gar nicht so schlecht. Ich finde einfach jetzt der Preis da, dass es eigentlich wieder nach oben geht, sehr erstaunlich, weil wir kennen das ja vom Charizard-Set jetzt beispielsweise hier hinten, dass es eigentlich sehr stark nach unten ging. Ich kann mir vorstellen, dass Pokémon Company vielleicht da trotzdem noch etwas bringt, weil es ist ja noch nicht so lange draußen. Ich kann mir vorstellen, dass da wirklich noch mehr Nachschub kommt. Da kann ich auch völlig falsch liegen. Je nachdem, was sie da entscheiden, kann da natürlich mit dem Preis extrem droppen oder es geht dann nach oben. Das kann ich leider noch nicht sagen. Ich persönlich habe es eigentlich für meine Sammlung und vielleicht einen oder zwei mehr. Also jetzt habe ich genau zwei. Eigentlich noch einen für die Investment, aber erfahrungsgemäß finde ich, ist die Premium Kollektion nicht das ideale Produkt für ein Investment. Es ist immer so zweiseitiges Schwert, deswegen ist es noch schwierig zu sagen, wie es so ist, aber ich erkläre euch auch, warum für mich da so schwierig ist zu sagen, ob das jetzt ein gutes Produkt ist oder nicht, zu sammeln oder zu investieren. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier da die beliebte und auch gefluchte Set Schwert und Schild Ultra Premium Kollektion mit Charizard drauf. Es hat noch 812 Produkte auf dem Markt, obwohl es viel länger auf dem Markt schon gibt. Als 151 haben wir hier sehr viel. Es war ja schon eine Zeit lang sogar bei 90, 100 Euro. Ihr habt sicher da auch der Preis ein wenig im Blick. Aber wir sehen hier jetzt beispielsweise in Holland 118, Deutschland 119. Auch ich habe hier mehr eingekauft. Ich habe hier 130 Euro habe ich bezahlt
für 4, ist glaube ich in einem Case, ja genau, 4 habe ich von denen eingekauft für 130. Da staunte wirklich sehr viel, wie viel von denen Produkte da nachkam. Also das ist ja eine Reaktionszeit von ein paar Monate, weil ganz am Anfang, als es rauskam, kostet es irgendwie 200, ein paar Leute sogar noch mehr verlangt. Auf jeden Fall crazy Preise gewesen, aber dann hat Co die Pokémon Company viel mehr auf den Markt gebracht als gedacht. Es ist so ein künstliches Hype-Produkt gewesen von Pokémon. Also sie haben Verknappheit künstlich am Anfang auf den Markt gebracht und danach den Rest dann in großen Mengen, wirklich in großen Mengen da reingeschmissen. Das Set selber finde ich einer der geilste Set, weil da ist natürlich viel von Schwert und Schild drin, also wirklich sehr viele Booster, die letzten paar glaube nicht, aber es ist eigentlich sonst alles vertreten. Deswegen finde ich eigentlich die Ultra Premium Kollektion hier sehr gut. Vor allem mit der Booster-Auswahl. Das Einzige, wo ich schade finde, dass da kein Metallkarte drinnen hat. So beispielsweise wie bei 151 oder auch wie bei Celebration. Celebration schauen wir jetzt gleich auch zusammen an. Ich habe ein Celebration, das ist jetzt das Einzige, wo ich da noch habe. Ich hatte zwei, nein, ich hatte sogar drei. Zwei habe ich schon aufgemacht. Ich finde jetzt das Produkt sehr cool, aber ich finde die Charizard Box eigentlich fast besser vom Inhalt her. Celebration ist klar, ist natürlich die Celebration Booster ist cool und ein paar Schwert und Schild und natürlich die Metallkarten. Die Metallkarten finde ich da natürlich GG, aber das rechtfertigt nicht den Preis, wo es jetzt zurzeit hat, habe ich das Gefühl, weil es bleibt auch schon lange bei 300 Euro, also 320, 330 Euro, also da bewegt sich jetzt nicht mehr sehr viel, obwohl es schon bei unten, also Anzahl der Box 262 auf dem Markt ist. Also obwohl es so wenig da auf dem Markt gibt, ist eigentlich der Preis, ja, bleibt einfach da stehen. Also 300 Euro ist fast Gefühl wie am Anfang von Celebration Ultra Premium Kollektion. Deswegen habe ich da das Gefühl, dass da sich nicht mehr sehr viel bewegt. Es kann schon noch bewegen, ist klar, aber da muss die Anzahl viel weiter nach unten. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man die Produkte auch gar nicht mehr so gut wegbringt, auch wenn das dann mehr Wert hat. Man bringt es fast nicht mehr weg, habe ich das Gefühl, wenn ich den verschiedenen Social Media drinnen bin und der Verkaufsplattform. Ich sehe, man verkauft es eigentlich für so für 300, 310 Euro, aber man bringt es fast nicht weg. Ich kann mir vorstellen, dass bei den anderen Produkten dasselbe passieren kann, weil, ja, wie gesagt, entweder ist man der günstigste, dann kann man es noch wegbringen. Ich finde, die Produkte ist mehr fürs Collecten. Jeder hat einen, dann war es eigentlich zum Öffnen nicht mehr geeignet, habe ich das Gefühl. Vielleicht am Anfang, wenn das Produkt rauskommt, aber ansonsten ist es nicht mehr dasselbe wie bei Celebration beispielsweise. Weil wir sehen das auch bei Schwert und Schild Ultra Premium Kollektion von Sachia und Samacenta. Nämlich der Preis hier, ihr müsst vorstellen, das ist das älteste Ultra Premium Kollektion. Ja, da hinten habe ich auch einen. Einfach einen. Ich habe nicht mehr. Ich habe es nie als Investment angeschaut, eigentlich bei dem Produkt da. Ich muss sagen, für das so alt ist und nur 43. Von den Produkten gibt es auf Card Market und sie können es fast nicht verkaufen für sogar günstiger als Celebration, obwohl Celebration, klar, es ist ein Special, es ist Celebration, aber man muss sagen, der Preis steigt da nicht wirklich. Und ich kann mir vorstellen, dass das gleiche Schicksal auch bei Charizard Box, Ultra Premium Box ist und genau gleich wie bei 151. Obwohl ich 151 fast höher ranke, von der Beliebtheit her. Ich selber finde aber die Charizard
cooler. Ich finde, jetzt zurück zu Sachi und Summer Center, muss ich ganz ehrlich sagen, der Preis ist für das, es eigentlich nur noch 43 auf dem Markt ist und es noch nicht so alt ist, performt es extrem schlecht. Vielleicht hat es auch wenig Leute auf dem Schirm, das kann ja auch sein, aber da auch am Anfang ging der Preis extrem nach oben, dann fliegt das nach unten. Dementsprechend, ja, ist es noch schwierig zu sagen. Ich selber finde die Ultra Premium Kollektion eher etwas zu collecten, wenn man es möchte. Ich selber habe das eigentlich als Collector eingekauft. Ich habe bei Charizard natürlich die Gedanke als Investment auch gehabt, sonst hätte ich ja nicht viel eingekauft. Ich werde aber es jetzt nicht mehr, das bin ich, ne, jetzt als Investment anschauen, sondern ich werde es höchstwahrscheinlich in der Zukunft, wenn wir da noch länger auf YouTube sind, als zum Öffnen, ne, bei speziellen Sachen werde ich höchstwahrscheinlich die Produkte öffnen und nicht mehr als Investment anschauen, weil ich finde, erstens nimmt es sehr viel Platz weg und zweitens die Performance sind so semi-geil, ist nicht sehr cool, deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, Ultra Premium Kollektion ist eher was zu collecten, was zu sammeln, als jetzt als Investment. Das ist jetzt meine Meinung, ich habe ja auch beides gemacht, also beispielsweise da Sachi und Summer Center als Collector angefangen, Celebration habe ich dann nicht mehr Geld ausgeben wollen, weil es sehr schnell teuer wurde. Und deswegen habe ich da jetzt nur noch einen von drei. Ich habe schon zwei aufgemacht gehabt, auch hier auf dem Channel. Und zusätzlich haben wir da noch vier Charizard Box und ich habe hier schon zwei aufgemacht. Zwei, also insgesamt sechs von denen, weil es einfach coole Booster-Auswahl hat. Deswegen finde ich eigentlich da die Charizard Ultra Premium Kollektion sehr cool. Und natürlich die 151 habe ich zwei eingekauft. Wegen der Metallkarte ist eigentlich meine Gedanke, dass das eine gute Performance werden kann, wie Celebration beispielsweise. Wenn sie da nichts mehr nachdrucken, kann ich mir vorstellen, dass das eine gute Performance gibt, also Verdoppelung auf 300 wie bei Celebration kann passieren, muss nicht. Ich selber werde hier jetzt nicht mehr als Investment anschauen, sondern als Collectible und zusätzlich auch, dass ich das dann hier auf unser Channel zwischendurch mal als Premium etwas aufmache. Ich habe natürlich ein paar Videos noch vorbereitet, ich bin da am Kamera am Aufladen, es hatte keine Akku mehr, aber ich habe da ein paar coole Sachen für euch, wo ich da noch ein Video aufmache. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, am besten abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr natürlich da erinnert werdet, dass da was kommt oder nicht. Ciao. Aber ich finde es irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wo ich es hingelegt habe.